Im Traditionsgasthof Frieseheimon in Innsbruck trifft sich eine bunte Schar an Gastronomen, Tourismusausbildern und Bierkennern zu einem ganz besonderen Abend. Im Mittelpunkt steht die Verkostung des Weißbiers, das sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut. Weißbier brauen ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Letztlich kommt es darauf an, dass ein Bier herauskommt, das zum Weitertrinken anregt, das den Leuten schmeckt, das eine gewisse erfrischende Komponente hat, aber auch das Weißbier-typische, wie wir da zum Beispiel haben, gewisse Fruchtaromen, wie wir zum Beispiel haben, gewisse Gewürzaromen, auch die sollen vorhanden sein, und wenn das Ganze harmonisch ausgewogen ist, dann wird es ein Bier sein, das zum Weitertrinken anregt. Das obergärige Bier zeichnet sich vor allem durch eine Aromavielfalt aus. Banane, Zitrus- oder Gewürzaromen erfreuen den Biertrinker. Die Aromen entstehen beim Weißbierbrauen und führen auch dazu, dass Weißbier auch immer mehr bei den Gourmets beliebt ist. Das ist absolut richtig, und es ist wirklich hochinteressant, einmal zu versuchen, verschiedene Biersorten oder auch Feinheiten von Biersorten als Speisenbegleiter zu nehmen. Und ich sage einmal, ganz allgemein könnte man sagen, zu einem Dessert, wenn ich hinten anfange, ein starkes Bier, ein dunkles Bier, und vorher zu einer Vorspeise vielleicht was Leichtes. Und dazwischen sind alle Paletten erlaubt, aber da soll jeder so experimentieren, wie es ihm Spaß macht. Der Alkoholgehalt der Weißbiere liegt zwischen 4,5% und 7,1%. Der höhere Kohlensäuregehalt des Weißbiers führt zum erfrischenden Geschmack. Und bei den naturtrüben Weißbieren wird die Hefe nicht ausfiltriert, sondern verbleibt in der Flasche. Und natürlich gibt es für das richtige Weißbiertrinken auch Tipps. Weißbier hat doch deutlich mehr Kohlensäure in Bier als anderes Bier. Das heißt, man muss beim Weißbier einschenken ein bisschen vorsichtig sein. Das typische Richtige ist, das Weißbierglas zuerst mit Wasser ausspülen, mit kaltem, und dann halt vorsichtig einschenken, dass es nicht überschäumt, aber nicht so vorsichtig, dass sich kein Schaum entwickelt. Weil was nicht ist, kann auch nicht halten. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, das Einschenken, da gibt es beim Weißbier das spezielle Ritual, dass man mit dem Glasboden sich zuprostet und die Glasböden aneinander anstößt. Passend zum Weißbier hat auch die Biergartensaison, wie zum Beispiel im Riesenheimon in Innsbruck, wieder begonnen und lockt somit zu einigen unbekümmerten Stunden bei frischem Bier und in schöner Umgebung.